Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mad Max. In der letzten Folge bin ich hier hingekommen zu diesem Todesrennen. Was wir machen sollen wohl, für um die Story voranzutreiben, das machen wir jetzt mal. Reden wir mit dem Kollegen mal. Da kommt ein Wanderer. Ich, Crowdazzle, heiße dich im Ring des Lichts willkommen. Im Ring des... Warte, du bist nicht hier, um ins Rennen teilzunehmen. Ich kann es in deinen Augen sehen. Such einen Kämpfer für Gaston-Rennen. Man sagt, du kennst sie alle. Ein glitzernde Krähe wie ich kann Schmeicheleien nicht widerstehen. Vielleicht helfe ich dir. Es ist alles zu schnell und ich kann es sogar nicht lesen. Lest bitte alleine, Leute. But Crow thinks a shot at the Biggs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Jetzt habe ich leider unten nicht mitgelesen, weil ich mir mal den Typen genauer angeschaut habe und gemerkt habe, der Typ sieht eigentlich noch relativ normal aus, um ehrlich zu sein. Und jetzt habe ich nur wirklich Tenderloin. Okay. Jetzt habe ich wirklich nicht mitbekommen, was ich machen soll. Muss aber mit irgendjemandem reden. Ich glaube, es ist eine Sie, wenn ich mich nicht ganz irre. Gucken wir mal. Ist wirklich eine Sie. Oh, hallo. Oh, hallo. I need a fighter. Oh, ein Kämpfer. You wanna fight me? No, I need a fighter. Someone to partner up for the Gastown races. Ah, races. The taste of blood on your lips. Your own. Someone else's. It don't matter. You're alive while death is all around. Do you want to join me? Yeah. If you do something for me first, square my debt with Crowdazzle, and I swear I'll get sober. I'm murder up with you. Okay, die ist ein bisschen krass drauf, die Alte. Wir müssen wohl bei irgendjemandem Schulden begleichen. Pass auf, bestimmt müssen wir... Lol, was kann ich denn hier... Hä? Ach so, das sah nur so aus. Ich dachte gerade... Hä, wieso kann ich denn hier Flaschen und Gläser hinstellen? Das sah einfach nur so aus gerade. Ich wollte schon sagen. Jetzt mal, hier haben wir noch über Schrott. Vielleicht müssen wir den Kerl nämlich in Schrott bezahlen. Das heißt, wir sammeln gerade mal hier so ein bisschen noch was wir hier so haben. Guck mal, was hat der echt super reich? 2 von 5 Schrott, ne? Tja, das ist ganz schön krass drauf. Ich brauche wohl irgendwas, was sie aus ihrer Maske zieht, scheinbar, um vielleicht sogar zu überleben. Ich weiß es nicht. Aber scheinbar braucht sie das irgendwie. Diese Glasflaschen sehen irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Aber der Effekt ist ganz cool irgendwie mit den Glasflaschen. Naja, okay. Gehen wir zu Crowdazzle. Dazzle? Dazzle, ne, doch, das hat er ja schon öfter selber gesagt. Crowdazzle heißt er. Die Krähe. Auf jeden Fall. So. Tenderloin's dead. Ha! That's her deal? A crafty fumehead she is. Crow can lift a wing and wipe the slate clean. But my charity ain't free. State your wish. Low down as such. You race for Crow, here, now. You bring the chills and the spills and the people drop bills. I let her debt slide. Ah, soll also für ihn fahren. Not so fast. Kein Problem. You ain't racing that funky junk here. That rubber ain't fit for my finery. Only speed demons on this track. You tune that car right. Then you race my blacktop. Guck mal, hat das erste Mal richtige Mimik gesehen im Spiel, fand ich. Faster I can do, but I need parts. Then we go get them. Was soll ich jetzt machen? We need better exhaust. Wir brauchen einen besseren Auspuff. Zu Pinky, Pink A. Ich habe übrigens immer falsch wohl, es fällt mir gerade auf. Das heißt ja Pink A, nicht Pinky A. Entschuldigung. Ich hab immer nur, es ist halt, das ist halt immer das typische. Erzengel betritt die Werkstatt, um die benötigte Verbesserung für den Speed Demon einzusetzen.
Okay, wie weit ist das? Ist das weit? Ansonsten fahren wir dann nämlich... Ja, ist zu weit. Okay, wir machen eine Schnellreise. Geht besser. Ja, ich möchte da... Achso, Enter drücken. Die haben die Steuerung verändert. Es kam wohl ein Update raus, weil vorher war alles mit E bestätigen. Jetzt habe ich das hier im Menü alles mit Enter bestätigen. Das haben sie wohl geändert, tippe ich mal, weil kam wohl ein Update raus, ein kleines. Das habe ich nicht weiter mitbekommen, aber egal. So, wir müssen auf jeden Fall müssen wir an der Karre rumschrauben. Warte mal. Wir müssen mal an der Karre rumschrauben, habe ich das Gefühl. Werkstatt. Wir müssen uns den Erzengel Dingens holen hier. Ach, Engel? Nee, den will ich nicht haben. Nee, ich brauche den... Ach, da oben. Hier, The Jack. Demon irgendwas. Boah, was mit Demon? Kann sein, dass ich auf dem gerade war. Killerbox, Redspecker, Speed Demon, Tatsache. Cool. Hammer nice. Erhöht die Beschleunigung des Standard V6 auf 60%. Ja, cool. Ich würde sowieso gerne den hier haben als Auto, um ehrlich zu sein. Hätte ich sowieso Interesse dran. Verbesserung ist gesperrt. Du musst diese Besonderungsvoraussetzung erfüllen, um sie zu. Um sie freizuschalten. Ich muss erst Level 5 hier werden. Okay. Die habe ich bereits in Besitz. Sind wir was von bereits? Alles klar. Das müsste ich noch einbauen. Das und das. Nee, hä? Sekunde. What? Das ist alles ausgebaut. Tatsache, ich habe das echt alles jetzt ausgebaut, ne? So ein Scheiß. Okay, wir bauen das wieder alles ran. Weg. Das. Dann hatten wir, glaube ich, den drinne. Ne, der kostet sogar. Muss hier echt... Oh, ich muss hier... Also muss ich hier wirklich erstmal Rang 3 werden, damit wir hier an der Story weitermachen können. Ne, den hat man nicht. Den hatte ich auch noch nicht. Aber hier hatte ich das, glaube ich, ne? Ich glaub, die Stacheln hatte ich drinne, ja. Die Stacheln hatte ich drinne. Einbauen. Hä? What? Ach, egal, stimmt. Stimmt, die Stacheln hatte ich drin. Stimmt. Okay, aber ich kann eine neue Panzerung einbauen, wenn ich Bock hätte. Vorschau. Will ich gerade machen. Ah, cool. Okay. Ja, nice, cool. Das wäre die vorletzte und das hier. Scheiße, das ist nicht die letzte, die kann ich mir nicht angucken. Verringert die Bedrohung an der Stufe 1 im Hoheitsgebiet von Gutgash. Oh, da ist, dann könnte ich das hier einbauen. Das ist natürlich geil. Kostet mich 600 hier das schon. Okay, also. Plan für die nächsten Folgen oder für die nächste Folge an sich. Fahrzeuge. Ja, ich könnte auch mal ein Fahrzeug wechseln. Ne? Ich weiß halt nur nicht, was bringt mir das jetzt genau, wenn ich jetzt die Fahrzeuge auswähle? Das sind ja eigentlich ganz normale Autos. Ich meine, die bringen mir ja im Endeffekt nichts, oder? Erzengel habe ich nur einen bis jetzt. Den will ich aber nicht fahren, den Jack. Ich will lieber meinen fahren hier. Ich weiß halt an sich nie, was mir das genau bringt, weil ich im Endeffekt... Im Endeffekt ist ja der Magnum Opus immer das Nonplusultra, weil ich baue in den immer ein, was ich kann. Wenn ich den Jack auswähle, habe ich ein schwächeres Auto im Endeffekt. Also bringt mir das ja eigentlich gar nichts. Was ich ehrlich gesagt einfach nicht ganz checke. So, was haben wir denn hier? Töte den Top Dog. Ach, das ist ein Missionsziel gerade? Okay, gut. Ja, gut. Wir können dann damit anfangen, hier ein bisschen was frei zu machen. Können erstmal gerade zu dem Dingens da oben fahren. Zu dem Luftballon, denn den haben wir noch nicht. Da müssen wir wohl jetzt wirklich in den nächsten Folgen erstmal dran arbeiten, hier auf Stufe 3 oder so zu kommen. Wir sind jetzt Stufe 5 gerade, ne, oder? Hoheitsgebiet, Stufe 5, alles klar, genau, wir sind Stufe 5. Ich denke mal, das dürften wir hinkriegen, relativ gut. Ich habe aber schon gesehen, da ich ganz kurz in das Video, wie ich letzte Folge erwähnt hatte, hatte ich ja mal ganz kurz in das Video vom Keyshow reingeschaut. Der hatte nämlich zur Aufgabe, er hat es nämlich erwähnt, ich habe wirklich nur, ich glaube, 2 Minuten geschaut oder so, oder nicht mal 2 Minuten, irgendwie eine Minute oder so habe ich geschaut, hat er gesagt, er müsste irgendwo ein Hoheitsgebiet auf 0 senken sogar. Das heißt, wir müssen sogar irgendwann dafür sorgen, dass es in einem Gebiet keine Feinde mehr gibt. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Also da werden wir auf jeden Fall noch gut dran arbeiten müssen hier. Das Gefühl wirklich, ich bin in der Story noch nicht wirklich sehr weit. Da wird wohl noch einiges auf uns zukommen. Und ich glaube, wir sind ja mittlerweile schon bei irgendwie Part 30 sogar schon fast, wenn ich mich nicht ganz irre. Die genaue Zahl hat sich im Kopf. Auf jeden Fall sind wir schon relativ weit vorne mit der Partzahl. Deshalb müssen wir mal gucken, sowieso, wie ich das hier handhabe. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht die Folgenlänge was erhöhe. Irgendwie auf 30 Minuten, weil damit wir einfach mal ein bisschen mehr auch sehen. So, warte mal. Da ist die
Feind. Den ziehen wir mal gerade weg. Oh, jetzt habe ich hier mein Auto geklatscht. Und damit habe ich mein Auto gedingenst. Nee, ich will den gerne ausbeuten. Den Kollegen. Ach lol, nein, jetzt bin ich wieder hier. Okay, 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 okay. Pass auf, wir müssen jetzt... Alles klar, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Was war das? Lol. Okay. Ja, sauber. Jetzt bin ich echt wieder hier. Ah, lol, guck mal. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich sein, dass ich hier gerade von irgendwo von einem Sniper beschossen werde? Und das nicht merke? Kann das sein? Oder habe ich hier noch irgendjemanden übersehen, der mir gerade auf die Fresse hauen möchte? Jetzt dann? Ist da irgendjemand übersehen? Ist auch egal. Jedenfalls, ich konnte ja letztes Mal das Ding hier nicht tanken. Das heißt, wir probieren das jetzt noch einmal. Wie beim letzten Mal. Fallen lassen, werfen, anzünden. Ja, das bringt mir alles nichts. Warte mal. F steigen, um einzusteigen. Aufwärts. Leerer Tank. Ballon verlassen, abwärts, Ballon verlassen. Was ist denn leer? Und was muss ich auffüllen? Das ist die Frage, die ich mir halt stelle. Ich weiß halt nicht, was soll ich denn hier machen, großartig. Warte mal, ich werfe den jetzt da rein. Bringt auch nichts. Moment. Er sagt mir doch... leerer Tank. Ja, was sagt mir denn der leere Tank? Der leere Tank sagt mir doch, dass ich mit dem Tank hier irgendwas auffüllen könnte, oder? Habe ich da irgendwas übersehen vielleicht hier in dem Wirrwarr? Ich habe halt keine Ahnung, was hier los ist. Wieso ich das Ding hier nicht auffüllen kann? Ich kann das Ding hier auch nicht auffüllen. Ja, jetzt habe ich einen Schuss verbraten, einfach mal so, weil ich dachte, vielleicht bringt es ja was, aber bringt hier scheinbar nichts, das Ganze. Jetzt hier nochmal runter. Ich nehme jetzt mal so einen Stapel gerade mit. Oder wisst ihr was? Pass mal auf. Nein, wir machen es anders. Ich nehme jetzt hier den Kanister mal mit. Vielleicht fliegt es auch am Kanister. Wer weiß, vielleicht liegt es auch wirklich am Kanister. Kann ich mir zwar unbeschwerlich vorstellen, aber wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe übrigens gemerkt, dass ich hier einfach rübergehen kann jetzt gerade eben. Jetzt mal bin ich einfach hier rüber gesprungen. So, gucken wir mal. Wir nehmen uns einfach mal hier den Kanister mit und dann gucken wir es mal. Ob was vielleicht einfach nur am Kanister liegt, dass ich das Ding hier nicht auffüllen kann. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Ne. Irgendwie kann ich das Ding hier nicht... Keine Ahnung, was damit los ist. Ich denke jetzt einfach mal hier an und dann machen wir mal eine Explosion hier. So. Jetzt habe ich hier mal alles in die Luft gejagt. Jetzt gehe ich mir noch einmal den Kanister unten holen, der hier noch liegt. Aua, das tat weh. Ja, Max, ich weiß, das tat weh. Komm, mach hinne. So. Probieren wir das noch einmal. Wenn das jetzt immer noch nicht geht, dann habe ich keine Ahnung. Dann muss ich mal im Workthrough nachgucken oder einem Lösungsbeitrag oder sowas, wie ich das hier machen kann. Weil ich weiß nicht, woran das sieht, dass ich hier einfach nicht den Ballon benutzen kann. Weil der sagt mir Tank leer, ich will das Ding auftanken und es kommt dabei nichts rum. Das ist einfach nur komisch. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber was machst du denn? Nimm doch den Tank mit, Mann. Mensch, Vogel. So. Nee, ich kann das Ding nicht tanken. Ich kann das Ding ins Verrecken einfach nicht tanken. Ja, kann ich auch nicht benutzen. T auch nicht. Kopf T ist immer für tanken, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann ja nichts machen, Leute. Das heißt, ich habe leider Pech gehabt. Ich kann diesen Ballon hier einfach nicht holen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Aber ich kann das auf jeden Fall einfach nicht machen. Keine Ahnung, wieso. Ich jag jetzt die Karre noch in die Luft und dann würde ich sagen... Lol, natürlich, wie die Karre aushält. Verreck, du Sau. Komm, Junge. Oh, das ist jetzt Schrott. Cool, das müsste ich öfters mal machen. Einfach mal die Karre in die Luft jagen. Renne ich dann, wenn ich da sammel? Nö, glücklicherweise nicht. Sehr gut, aber scheiße. Sieht die Karre auf dem Schrott. Hm. Ja,
Ich wüsste halt sonst nichts, was ich machen soll hier. Ich kann halt auch nichts mit meiner Harpune machen, gar nichts. Ich kann da oben nichts hinwerfen, weil ich auch keine Munition mehr habe. Ich könnte natürlich irgendwas abschießen, aber ich sehe halt hier auch nichts. Ich weiß effektiv nicht, was ich hier machen soll, um meine Bedrohung zu verringern. Deshalb laufen wir jetzt in das Lager hinten und versuchen das jetzt noch kalt zu machen. Da war ich ja, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal dran. Ja, ich meine schon, ich kann mich an die Gegend hier erinnern. Da war ich halt schon mal dran, nur ich bin halt rausgegangen, weil ich halt nicht mehr viel Leben hatte. Das war halt der Hauptgrund, wieso ich hier raus bin. Versuche ich das jetzt einfach nochmal hier, das Ding einzunehmen. Weil ich ja noch die Information im Kopf habe, dass ich irgendwo an der Seite nämlich rein kann. Mal, habe ich die Außenverteidigung eigentlich immer noch quasi besiegt? Ich glaube ja, ne? Ich habe ja alles abgerissen hier. Okay, das heißt, wir laufen jetzt hier noch rein. Mal, vielleicht sind die Leute auch nicht nochmal gespawnt, die hier waren. Guck mal, das wäre natürlich nice. Oh, das ist wirklich so nice. Die Leute sind hier sogar nicht mal mehr. Das ist richtig geil. So, das heißt, Explosion benötigt. Ich brauche einen Tank oder sowas. Gehen wir hier hoch. Da oben ist ein Tank. Und da hinten war noch ein Warcryer, ne? Okay, das heißt, wir müssen gucken, dass wir nachher den Warcryer direkt ausschalten. So, hier runter und dann würde ich sagen, anzünden. Werf mal. Und dann gibt es einmal Fett Explosion. Latsch, Junge. So, und ab hier durch. So. Alles klar. Komm her. Jetzt kann auch die Fresse haben, wenn du möchtest. Alles klar. Wuttötung. Kettenabschluss. Okay. Wuttötung. Sauber. Very nice. So, Warcryer ist da oben. Hier sind zwei mit Dingens. Guck mal gerade ganz kurz, wo ich hier den Warcryer ausschalten kann. Ich loope so ein bisschen die Ecke. Es könnte sein, dass das da irgendwo rechts ist. Warte mal. Perfekte Idee. Ich bin schlau. Schweinchen schlau. Okay, der ist da. Das heißt, sofort einlaufen und direkt kaputt schießen. Wir haben nur ein Problem. Zwei mit Rüstung. Zwei gelbe. Und sonst nur ein paar Dead Boys. Ein paar Daddies. Okay. Und der Warcryer wird jetzt eh gleich down sein, natürlich. Okay, also, das heißt, es wird kein leichter Kampf. Ich habe zwei mit dem Schild. Ich habe zwei gelbe und sonst habe ich nur ein paar Dead Boys. Hoffentlich kommt nicht noch irgendwie noch ein schwarzer dazu. Sonst habe ich hier richtig schlechte Karten. Sonst habe ich hier echt schlechte Karten. Ich kann sowieso mal, pass mal auf. Können wir mal so ein Foto machen? Guck mal hier von denen. So, yeah. Einfach hier so ab in den Bildmodus und dann kann ich nämlich hier. Ah, geht nicht. Ihr hört, ich drücke. Drücke F12. Normalerweise ist das eigentlich für ein Bild, aber. Aber macht er hier keins. Okay, dann egal. Ich habe einen Schuss in der Waffe, ne, glaube ich, oder? Ich habe zwei Schüsse. Alles klar, Achtung. Auf die Plätze. Fertig. Los. Go, 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 go. Den Warcryer killen. Scheiße. Alter, schieß doch. Mann, was ist denn mit dir los? Oh, Alter, schieß doch das Ding kaputt, Mann, verdammt nochmal, wie lange brauchst du denn? Ach, verdammte Scheiße hier. Ach, verflucht nochmal. Das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Ja, klasse, Mann. Ey, wie doof ist denn dieser Max, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wie lange braucht er denn, um zu schießen, Mann? Waffe rausschießen, Kollege, was ist denn mit dir los? Das kann doch nicht wahr sein, ey, so ein Scheiß hier. Boah, ey. Junge, Junge, Junge. Jetzt bin ich aber sauer, Mann. Ey, ich lauf da sofort hin. Ich ziehe die Waffe und der Typ knallt nicht drauf. So ein Pfeifenwichser, ey. Mann, verflucht nochmal. Das gibt's doch wohl nicht. So ein Schwachkopf, der Kerl. Dann der braucht um zu schießen, dieser Noob. Junge, Junge, Junge. So, zweiter Versuch. Mann, Alter, ey. Regt mich sowas auf. Jetzt darf ich das sogar nochmal hier machen, alles. Das ist wirklich nervig, dass du jeden Scheiß immer nochmal machen musst. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen im Rage-Mode, Mann. Ohne Scheiß. Bin ich gerade einfach hart genervt hier von dem Scheiß.
Anzünden. Ah, nochmal hinwerfen. Bad Explosion. Alles klar und durch. So. Gibt's erstmal auf die Fresse hier. Ah, ja, komm halt die Fresse. Ja, natürlich. Trifft er mich. Ist klar. Natürlich trifft er mich. Als Maul, verpiss dich. Auf die Fresse, verpiss dich, Mann. So, probieren wir es noch einmal. Laufen wir durch. Ich will direkt schießen. Achtung. Alter, wie lang der braucht, ne? Das ist echt ein Witz hier. Lang der braucht, um zu schießen, der Kollege. Oft du die Leute hier blocken musst. Es ist echt der Hammer. Ja, klar doch. Alter, du kannst gegen diese Schildhainis aber auch nichts machen, ne? Das ist echt ein Witz, ey. Oh, hier ist ja noch ein Schwarzer. Hammergeil. Super. Ausweichen. Ausweichen. Oh, nice. Gerade noch geschafft hier. Machen wir den Schwarzen mal gerade kalt. Ja, klar. Super. Ey, das ist sowas von unfair, ne? Ohne Spaß. Das ist sowas von miserabel. Ohne Witz, Alter. Ey, das ist sowas von scheiße. Ich mache einen Finisher und ich kann derweil angegriffen werden. Ey, was ist das für eine absolute Scheiße hier, Mann? Das gibt's doch wohl nicht. Boah, Junge, bin ich hart genervt jetzt gerade hier. Ey, das Kampfsystem ist so für'n Arsch, Junge. Wie soll ich denn da einen Finisher ansetzen zu jemandem, wenn ich derweil angegriffen werden kann von irgendeinem? Was ist das für ein absoluter Bullshit hier? So ein Schwachsinn, Mann. Ja, nochmal reinrennen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Das dritte Mal, dass ich jetzt da reinlaufe. Verflucht noch eins. Mann, oh Mann, oh Mann. Echt, ey. War echt ein Scherz hier. Wenn ich die Scheiße jetzt nicht schaffe, dann habe ich die Schnauze voll hier. Dann verpiss ich mich. Kein Bock mehr hier. Stufe 5, ey. What the fuck, Alter. Aber es hackt hier. Mann, ey. Das kannst du doch keinem erzählen hier, diese Scheiße. Wieder aufsprengen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Man könnte ja auch einen Speicherpunkt einsetzen, aber wofür? Ja, super, alles klar, geil. Haben wir noch irgendwo einen Tank? Ah, jetzt haben wir doch noch zwei Tanks. Ah, sogar die Idee. Ich nehme jetzt den anderen gleich mit und dann pfeffer ich den um die Ohren, ey. Dummen Arschlöcher da, ey. So, hoffentlich ist die Tür jetzt offen. Alles klar, nehmen wir schon mal mit. Müssen wir nicht so weit laufen gleich, wenn wir den wiederholen. So, alles klar. Jetzt kommen die zwei erstmal wieder, die zwei Honks hier. Piss dich. Als Maul, verrecke. Ich hab Bock jetzt hier zu blocken, ey. Verpiss dich. Ja, natürlich. Natürlich kommen die jetzt. Ist klar, dass die jetzt kommen müssen. Ich wollte gerade sagen, ey, sie sind nämlich doch nicht gekommen. Warte mal, ich habe eine geile Idee. Pass mal auf, gucken, ob das funktioniert. Pass mal auf. Ja, kommt mal her. Kommt mal her. Gucken wir mal. Oh, es funktioniert. Alles klar, funktioniert, wie ich wollte. Jetzt sind zumindest zwei oder drei von denen schon mal weg. Ich wollte dem Schwarzen Ring ausweichen. Alter, ich hab doch geblockt, Mann. Na, ah, ausgewichen gekommen. Ausweichen. Sauber. Alles klar. Okay, die zwei sind weg. Jetzt mal die Waffe von dem hier. Mal gerade den Warcryer mal, oder? Das bringt gar nichts mehr, den Warcryer, oder? Ja, ist klar, okay. Bringt eh nichts mehr. Alles klar. Jetzt auf einmal wieder. Okay, warte. Ist klar. So, okay, der ist down. Als Maul, verpiss dich. Auf Wiedersehen. Alles klar. Jetzt gehst du auf die Fresse hier. Wow, what the fuck? Na komm, einer von euch. Ja klar, der hält einen Schuss aus, natürlich. Klar doch. Echtes Sackt hier. Noch gegen die zwei stehen hier.
Oh, nice. Cool. Okay, müssen uns mal gerade kurz zurückziehen. Jetzt mal hier was saufen. Mensch, ja, looten. Alles klar. Trinken eben was. Noch sieht es ganz gut aus hier. Zwei Jungs sind da immer noch und wetzen ihre Messer. Ja, klar! Ey, willst du mich denn verarschen? Ich bin doch weggelaufen, Mann! Das dein Ernst oder was? Oh, jetzt einfach mal auf den drauf. Ah, sein Schild geht nämlich nach einer Zeit kaputt. Das ist gut. Ja, klar doch. Natürlich. Klar doch. Den Schildern gehen einfach auf den Sack, ey. Alter. Ey, what the fuck, Junge? Ja, klar, Mann. Ich hab doch geblockt, Mann. Verflucht noch eins. Wie oft soll ich da noch drauf drücken aufs Blocken? Bis er das mal hier macht, ey. Das ist doch wohl echt ein Scherz. Verflucht noch eins. Na komm her, du Lutscher. Ey, du mieses Fickgesicht, ey. Jetzt die Fresse mit der Waffe von deinem Kollegen, Mann. Ah, weißt du was? Ich hab eine geile Idee. Pass mal auf. Ah, greif mich mal an, du Wichser. Ach, schade, hat nicht ganz funktioniert, wie ich dachte. Ach, mehr, du Lutscher. Mach, komm. Genau, nämlich das sollst du nämlich machen. Ah, hat nicht funktioniert. Er war doch eben außer Atem, als er was gemacht hat. Alles klar, die Waffe ist kaputt. Schild ist kaputt. Jetzt hau ich dir die Fresse, Blut, du Wichser. Recken sollst du. Rech, du blöder Stück Scheiße. Und mein Messer umgenietet. Fick dich. Junge. Ich rage mode hier. Ich flipp aus. Dummes Stück Scheiße, Alter. Ohne Witz. Mann. Ey, das war ja wohl ein Scherz hier gerade, ey. Dieses Ding hier. Echt ein Witz hier. Haus kaputt, Junge. Oh, Safe Point, hallo. Safe Point, wo ist er? Gibt's ja noch einen Safe Point? Ach, scheinbar nicht. Hab leider scheinbar Pech gehabt. Wenn ich nochmal sterbe, war's das für mich. Ich schau das Ding mal hier auf. So, ist klar. Ja, das ist gespeichert so sauber. Es ist wieder ein Dingens im Gange. Könnte man hier den Sound leiser drehen von meinem Headset. Ja, bringt nicht viel. Ich will nicht wieder den Sound ausmachen wie letztes Mal. Also müssen wir jetzt mal gerade hier mit dem Sturm leben, der mal wieder kam. So. Ein Wunder, wir haben die Scheiße endlich eingenommen gekriegt hier. Meine Fresse. Was ein Schwachsinn. Wieso gibt es hier einen Aufgang, der quasi nichts bringt? Wofür ist er da, frage ich mich. Bin ich unnötig? Na egal, was soll's. Klettern wir hier noch hoch. Ah, da ist Wasser. Alles gut. Need water. I need water. Also das war bis jetzt das allerschwierigste Lager, was ich jemals angenommen habe. Und das war wirklich schwer. Also, ey, zwei Leute mit Rüstung. Zwei gelbe und auch noch, glaube ich, drei Dead Boys. What the fuck, Alter? Was geht ab? Das war wohl mal echt der Oberhammer jetzt gerade hier. Mach den Scheiß kaputt. So, einen Signe haben wir. Nehmen die Waffe auf jeden Fall mit. Und das können wir auf jeden Fall ausdrehen. Das Ding. Aus damit. Meine Waffe nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. So, ab hier runter. Alles klar, so, jetzt kommen wir nämlich hier durch. Hoffentlich erwartet jetzt hier nichts mehr an Gegnern. Aber das waren genug Gegner, würde ich mal sagen. Der Sturm kann gerne mal aufhören, wenn er möchte. Ich bin nämlich mal gerade hart auf den Sack hier. Was ist ein Relikt? Oh, ups. Nicht lang genug gedrückt. Ach du heilige Scheiße.
Planet, wenn du dies, wenn du das siehst, ist es ein verfluchter Zufall. Aber ich muss jetzt versuchen, der einzige Chance, dich wissen zu lassen, was ich fühle, falls ich nicht zurückschaffe. Ich liebe dich. Ich habe dich schon seit der 7. Klasse geliebt. Ich verehre dich und vergöttere dich. Zensiert, was ihr wollt. Ihr scheiß Geheimdienstler. Ich liebe dich, Piglet. Und falls ich jetzt zurückschaffe, werde ich einen Weg finden, es offiziell zu machen, falls du mich noch willst. Robin. Alles klar, der liebe Robin hat der lieben Piglet ihre Liebe erklärt. Wissen wir Bescheid. So. Können wir noch den Schrott einsammeln. Dann können wir, glaube ich, hier rüberlaufen, aber... Ja, nee, wir können rüberlaufen. Okay, hier ist nichts mehr. Dann geht's mal hier weiter. Und scheinbar ist da nochmal ein Warcry, habe ich gerade, glaube ich, richtig gesehen. Sauber, ich freue mich. Nochmal ein Fight. Ist ja so leicht, das Spiel hier. Ah, nämlich da wäre noch ein Warcry gewesen gerade. Mein Wunder, wir sind hier unten drin. Das heißt, jetzt kann mir der sonst nochmal am Zwieback vorbeigehen. So, wir jetzt Munition. Munition stehe ich. Schrotflintenladung. Habe ich jetzt wieder 2 Schuss drin. Das ist gut. Von hier kam ich ja. Habe ich was vergessen hier oder so? Nee, okay, alles klar. Vielleicht hätte ich was vergessen noch. So, warte. Hier hatte ich gerade die Munition geholt. Aber ich glaube, hier ging es noch weiter. Da ist nämlich die Insignie hier. Auf damit. Damit ist direkt die Insignie kaputt. Das riecht nach Falle. Wo ist meine Waffe eigentlich hin? LOL? Sagen, kann doch nicht sein. Na komm, ist hier noch irgendwo einer? Wir haben sowohl einen... zerstückelt und so. Ziemlich eklig und so. Oh, war ich's kaputt? Ach, die schon wieder. Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst hier, diese dummen kleinen Wichser. LOL! LOL! What the fuck? LOL! Wo bin ich denn jetzt? Moment, das ist nicht euer Ernst, ne? Alter, ich bin in einem Käfig drinne! LOL! Alter! Das ist nicht euer Ernst! What the fuck? Was ist das denn für ein scheiß Bug? Ich bin im Käfig drinne! Alter, das krasseste Feature in Mad Max. Eingesperrt, Junge! Ey, wie geil ist das denn? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ohne Spaß, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Da, man hat mich gesehen. Da, guck hier. Ich bin im Käfig drinne. Ja, wie... Ey, geil, Alter. Wie geil ist denn das? Ich bin eingesperrt. Ich bin durch einen Bug hier reingekommen. Weil ich den einen Angriff da geblockt habe. Sehen wir mal, wie dämlich die Animation von diesen Gegnern ist. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Hammergeil. Ja, Leute, dann muss ich an der Stelle Ende machen, muss ich das Spiel neu laden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und, ja, tschüss. Was ein Scheiß-Bug.